Füße sind ganz gelöst von den Zehen bis zu den Fersen. Auch die Fußgelenke. Spürt euch in den Unterschenkeln, Wadenmuskulatur, Schienbeinmuskel. Lasst doch hier ganz los. Ein Gongspiel ist immer was Interaktives, das heißt, je offener ihr seid, desto mehr gibt der Gong auch von sich. Das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern wirklich mit dem Gong. Wenn keine Offenheit ist bei den Zuhörern, dann kann man sich Mühe geben, so viel man will, Töne aus dem Gong rauszuholen. Die kommen nicht raus in dem Maß. Das ist wie mit Klangschalen, die auch nur das von sich geben, was aufgenommen werden kann. Die Geschichte dabei ist die, dass wir in dem Winkel hier nach oben gehen, wie wir normalerweise, wenn wir jemanden unterstützen, auch so ziehen würden. Ja? Also ungefähr so diesen Winkel auch mit der Schale einhalten. Die Aufmerksamkeit folgt den Klängen und das zieht automatisch den Körper dann auch in die Position. Deswegen auch wichtig, in der zentralen Achse zu bleiben, nicht hier so quer rüber zu ziehen, weil das auch da dann innerlich zumindest schief zieht. Langsam kreisen, zentral bleiben, kurz vorm Herzen anschlagen. Und die üben, dürfen das wieder unterstützen, indem sie zum Herzbereich hin atmen. Die Wirkung ist, dass man tiefer reingehen kann, es länger halten kann, sich mehr öffnet.